Ich grüße euch. Die Switch, die hat mich wirklich begeistert. Als sie rauskam, war ich ja ehrlich gesagt nur etwas skeptisch, ob das Konzept von Nintendo wirklich aufgeht. Ich habe auch ein Jahr abgewartet, um mal zu gucken, was für Spiele erscheinen und so weiter. Habe Anfang dieses Jahres zugegriffen und ich muss sagen, es macht richtig, richtig viel Spaß dafür zu sammeln. Diese Module mit den Packungen und so weiter, herrlich. Außerdem finde ich es sehr, sehr schön, dass man viele kleine Indie-Spiele, die ich mir sonst auf Steam gekauft hätte oder ähnliches, jetzt einfach in physischer Form kaufen kann. Und sich was ins Regal zu stellen, ist natürlich viel, viel schöner. In diesem Jahr, noch nicht mal ein Jahr, haben sie schon so einige Spiele angefangen. Und die möchte ich euch so ein bisschen zeigen. Vielleicht ist das auch als Inspiration für euch. Ich bin ja eigentlich PC-Mensch. Ich spiele hauptsächlich moderne Spiele auf dem Computer. Das liegt vor allem daran, dass mein Geschmack an Spielgenres momentan eher so Strategie und Ego-Shooter sich verlagern. Ego-Shooter, ich komme mit den Gamepads einfach nicht klar. Ich brauche da Tastatur und Maus für. Also es tut mir leid. Schön, dass ihr, wenn ihr auf der Konsole diese Ego-Shooter spielt, aber ich brauche da Tastatur und Maus zu. Und Strategie ist natürlich auf den herkömmlichen Konsolen sowieso rar gesät. Hier auf der Nintendo Switch natürlich auch, aber so als Ergänzung zu dem Ganzen finde ich das eine ganz feine Sache. Deswegen habe ich auch keine Xbox und keine PS4 und deswegen ist das wirklich die Konsole für mich, die ich habe. Wobei ich ehrlich gesagt eigentlich hauptsächlich eher im Handheld-Modus spiele, schön auf dem Sofa nebenbei beim Fernsehen oder ähnliches. Dafür macht es sehr, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Aber ich will euch jetzt nicht von den Vorteilen der Switch überzeugen. Hier kommen jetzt meine Spiele. Und zwar fangen wir an mit Bayonetta 2. Das ist ja wirklich so eine Masche von Nintendo, weil die Wii U ja nicht so gut gelaufen ist, dass sie viele, viele Spiele halt auf die Switch portiert haben. Finde ich natürlich klasse, weil ich habe die Wii U ja gar nicht mitbekommen. Bayonetta 2, das ist ja mittlerweile, man kann sagen, eine Nintendo-Prinzessin, die mit dem Kanon aufgenommen ist. Ich habe schon immer viel, viel Gutes über das Spiel gehört, über die PC-Version des ersten Teiles. Da habe ich mich ein bisschen zurückgeschreckt, weil da der PC-Port nicht ganz so ideal sein soll, was ja bei Platinum anscheinend nicht ganz so, also zumindest so üblich ist, ist ja auch bei Nier Automata so. Macht sehr, sehr viel Spaß, ist nicht unbedingt mein Genre vorher, aber ich macht viel Spaß, einfach so ein Effektfeuerwerk. Man kloppt sich durch, löst Kombos aus und so weiter. Der einzige Wermutstropfen ist natürlich, dass es Bayonetta 1 auch dort dabei gibt, aber nur als Download. Die Japaner haben das auch als Modul mit reinbekommen, wir leider nicht, verstehe ich persönlich ehrlich gesagt nicht, aber ist ein sehr, sehr schönes Spiel, kann ich nur jedem empfehlen, der so ein bisschen auf dieses, ja, wie will man es nennen, Durchklopp-Genre, Action-Adventure-Genre steht, macht sehr, sehr viel Spaß, sehr, sehr schöner Stil, kann ich nur empfehlen. Denn als nächstes, wie ich gerade gesagt habe, das habe ich mir auch relativ am Anfang geholt. Ich glaube sogar gleich mit der Switch, das habe ich mir gebraucht gekauft. Und zwar, weil ich ja großer, großer Strategiefan, wie ich gerade schon gesagt habe, bin, war das natürlich ein Pflichtkauf für mich. Und zwar Mario & Rabbids Kingdom Battle. Wer sich auf dem PC-Markt so etwas auskennt, es gibt diese große Strategiemarke XCOM. Und in diese Sparte schlägt das so ein bisschen. Also es ist Rundenstrategie. Man hat bestimmte Züge, quasi ein Spielfeld, was halt in Quadrate aufgeteilt ist. Man kann so viele Quadrate dann laufen und dann noch schießen und so weiter. Macht sehr, sehr viel Spaß. Ist natürlich eine schöne Sache auf jeden Fall, dass das auch Mario mit diesen berühmten Rabbids von Ubisoft einfach vermischt wurden. Ich schätze mal, da wollte Nintendo mit Ubisoft auch so ein bisschen entgegenkommen und sagen, hier komm, wir haben eine neue Konsole, wir brauchen Third-Party-Publisher, die ja bei der Wii U fehlten. Komm, wir machen mal ein bisschen was zusammen. Also zumindest kann ich mir das gut vorstellen, dass das irgendwie so abgelaufen ist. Ja, ehrlich gesagt habe ich irgendwann aufgehört zu spielen. Ich weiß gar nicht wieso, aber dann kommt immer ein neues Spiel und man hört irgendwie auf. Ist aber durchaus solide gelungen. Ist ein schönes Strategiespiel und auch das klappt auch ganz gut mit den Joysticks. Ich war ja zuerst immer skeptisch. Strategie ohne Maus, kann das gut sein, aber es ist hier eigentlich ganz gut gelöst. Also für jeden, der mal ein bisschen in die Rundenstrategie reinschnuppern will, kann ich dieses Spiel auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen. Denn natürlich, die meisten werden es auch haben, Mario Odyssey.
Ich muss sagen, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich jetzt einige Flame-Kommentare vielleicht reinkriege, mein Spiel ist es nicht. Ich war nie ein Freund von diesen 3D-Jump'n'Run-Spielen. Für mich müssen Mario-Spiele einfach 2D sein, ich weiß nicht. Vielleicht kann es auch sein, dass ich ja meiner Spielehistorie bei den Nintendo 64, bei der Generation von den Konsolen ausgestiegen bin und noch auf dem PC gespielt habe. Aber ja, also es ist kein schlechtes Spiel, Gottes Willen, das will ich nicht sagen. Aber mich hat es irgendwie nicht so wirklich gepackt. Es ist natürlich liebevoll gestaltet und so weiter. Aber dass jetzt das viele so als das Spiel des Jahres hochgelobt haben und so, für mich persönlich ist das nicht so. Es ist ein schönes Spiel, kann ich nur jeden Switch-Besitzer empfehlen natürlich. Aber es ist jetzt nicht so dieses Überspiel, wie das manche einfach hochheben und so tun. Ja, es ist ein schönes, solides Jump'n'Run, aber 3D-Jump'n'Runs und ich, wir wären keine Freunde, glaube ich. Dann mein Fehlkauf, so nenne ich es mal, und zwar L.A. Noir. Ich muss mal gucken, dass es nicht so spiegelt. Und zwar aus zwei Sachen. Ich habe es mir bei Amazon gekauft. Ganz normal, also es ist relativ günstig zu haben. Das ist ja ein großer Detektiv, Schrägstrich, ein bisschen ja, mit GTA eigentlich nicht, aber man fährt dann auch in einer großen Open World rum und muss da ein bisschen rumballern und so weiter. Damals war es sehr berühmt für diese Gesichtsausdrücke, die Charaktere hatten. Das war damals wirklich bahnbrechend. Diese Qualität ist natürlich schon ein paar Jahre alt. Ich weiß gar nicht von wann das Spiel genau ist. Es ist von Rockstar auf jeden Fall. Und da es diesen guten Ruf hat, wollte ich das mir eigentlich auch immer mal holen. Für einen PC gibt es auf jeden Fall auch die VR-Version. Ich glaube, das Spiel auch, aber da kam ich einfach nicht dazu, mir das zu holen. Und für 30 Euro dachte ich, kann man nicht viel falsch machen. Ja, bei Amazon bestellt. Das Cover sah ganz normal aus. Und dann kam es in der Post. Und ihr seht es hier oben. Diese kleine Überschrift, Internet-Download erforderlich. Micro-SD-Karte wird eventuell benötigt. Also, ich kaufe mir ein Spiel physisch. Lege das Modul ein und dann mussten da erstmal mehrere Gigabyte runtergeladen werden. Okay, ich weiß, die wollten wahrscheinlich Geld sparen, weil die Module sind ja relativ teuer. Und dann haben sie das kleinere Modul quasi genommen und der Rest als Download. Aber ich finde das nicht in Ordnung. Also ich werde auch in Zukunft jedes Spiel, was so verfährt, einfach boykottieren. Weil wenn ich was physisch kaufe, will ich das Modul reinstecken. Mein gut, ein kleiner Patch oder Day One Patch, okay, sage ich ja nichts gegen. Aber bei der Switch kann man es ja theoretisch ja auch ohne diesen Patch spielen. Aber dass es denn benötigt wird, das runterzuladen, finde ich nicht in Ordnung. Und darüber hinaus bin ich einfach von dem Spiel auch enttäuscht. Also ich habe, glaube ich, mal Stunden jetzt reingespielt, aber ich finde es nicht gut. Es ist, glaube ich, ziemlich schlecht gealtert. Also früher hatte es ja wirklich einen sehr, sehr guten Ruf, aber es ist einfach schlecht gealtert. Von der Technik will ich gar nicht sagen. Die ist in Ordnung, auch vom Gameplay halt. Man fährt irgendwo hin, dann muss man durch diese Stadt da fahren und alles ist hakelig und ach nee, also mein Spiel ist es nicht. Also das ist wirklich mein Fehlkauf. So, denn zum Thema Indies kaufen. Axiom Verge. Super Spiel, super Atmosphäre. Ist so eine Art, nicht so eine Art, ist ein Metroidvania, was so ein bisschen in die Historie der alten 2D-Metroids schlägt. Macht sehr, sehr viel Spaß, hat ein sehr, sehr schönes, düsteres Ambiente. Mysteriös auf jeden Fall. Macht sehr viel Spaß, denn auch wirklich, man hatte natürlich wie immer bei einem Metroidvania bestimmte Fähigkeiten, womit man sich dann plötzlich ganz neue Gebiete auf der Karte freischalten kann, wo man es vorher nicht weitergekommen ist und so weiter. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Macht sehr, sehr viel Spaß, wenn ihr mit dem Genre etwas anfangen könnt, dann holt euch das. Das ist auch nicht teuer. Diese ganzen Indie-Spiele kosten ja meistens so irgendwas um 30, 35 Euro, manche vielleicht sogar nur 25 Euro. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen, der mit dem Genre was anfangen kann. Hat aber auch so, es ist eigentlich kein Geheimtipp, hat allgemein einen guten Ruf, von daher. Ja. So, dann noch ein Indie-Spiel. Also man merkt schon, das ist so ein bisschen bei mir so die Indie-Konsole. SteamWorld Dig 2. Das kann ich auch nur sehr, sehr empfehlen. Ich habe es durchgespielt. Ihr müsst im Prinzip euch durchbuddeln. Wie der Name schon sagt, auch da schaltet ihr natürlich neue Fähigkeiten frei, hat natürlich diese Metroidvania-Elemente, wobei ich euch hier quasi die Level selber gestaltet, indem ihr euch einfach eure Gänge entsprechend buddelt. Und natürlich, wie gesagt, dann stößt ihr zum Beispiel auf Stein und dann braucht ihr dann eine Fähigkeit, um diese Steine aus dem Weg zu räumen. Und gibt natürlich auch noch eine Story. Ja, von der Spielzeit her könnte es vielleicht etwas umfangreicher sein. Ich glaube, ich habe so 8 Stunden ungefähr gebraucht, wenn überhaupt.
Macht aber auf jeden Fall viel Spaß. Steuerung geht sehr flüssig von der Hand und einfach mal so ein bisschen rumzugucken. Sehr, sehr schönes Spiel. Kann ich auch nur jedem empfehlen. Ihr seht es ja am Stil. Der ist einfach klasse geraten. Also wirklich Indies auf der Nintendo Switch in physischer Form. Spitze. Dann kommen wir zum nächsten und Überraschung. Es ist ein Indie. Und zwar Oldboy. Auch ein fantastisches Spiel. Das wurde, glaube ich, ich hoffe, ich verwechsel das nicht. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr lange in Entwicklung gewesen. Ich glaube mehrere Jahre. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar nur eine Person gemacht hat. Aber es kann sein, dass ich da gerade was durcheinander bringe. Ihr seht es ja selber, der Stil ist einfach herrlich. Es ist quasi eine Art 2D-Jump'n'Run, wobei ich Jump'n'Run nicht unbedingt ja, so bezeichnen will. Und zwar spielt hier den sogenannten Oldboy und der hat halt als Fähigkeit, dass der fliegen kann. Und eigentlich aber nicht kämpfen kann. Ihr könnt ausweichen und so weiter, alles prima. Aber da kommen die Begleiter dazu. Und zwar nimmt er dann quasi mit euren ja, Krallen. So ist das Wort, Krallen. So, dann nimmt er die auf und tragt die mit und fliegt ja durch die Gegend und dann haben die eine Pistole dabei und können halt rumschießen. Da gibt es natürlich auch verschiedene Charaktere. Der eine hat eine Pistole, die er schießen kann, der andere wirft eher Bomben und so weiter. Die könnt ihr aber auch jederzeit flexibel wechseln. Herrliches Spiel, schöne Atmosphäre, schöne Story. Sehr, sehr schön. Auch das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ist, glaube ich, auch nicht ganz so teuer. 30 Euro in dem Dreh kann ich nur jedem empfehlen. Hat nicht umsonst auch einen sehr, sehr guten Ruf auf jeden Fall. So, und dann ein Spiel, was ich mir sofort beim Erscheinen der Switch geholt habe. Und zwar Breath of the Wild. Ich persönlich war zuerst sehr, sehr skeptisch, weil genauso wie mit Mario bin ich mit diesen 3D-Zeldas nie warm geworden. Ich hatte mal das Remake von, welches ist das da, Ocarina of Time, auf dem 3DS gespielt. So, na, ich weiß nicht. Ich weiß, dass die Spiele haben super tollen Ruf. Dann habe ich das Twilight Princess auf der Wii gespielt. Die hatte ich damals. Ja, aber auch da wurde ich nicht mit warm. Also mein Lieblings-Zelda aller Zeiten ist natürlich Link's Awakening und gleich danach A Link to the Past. Aber das Spiel, das ist wirklich, wirklich gut. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß damit gehabt und vielleicht gerade, weil es nicht ist, zumindest nicht nur ist wie dieses typische 3D-Zelda, sondern weil es sich natürlich sehr enorm von den aktuellen Open-World-Spielen inspirieren lässt. Macht sehr, sehr viel Spaß. Auch die Dungeons finde ich sehr schön, dass es quasi nur 4 sind und dass man dass diese Aufteilung von den Schreinen hat, wo man halt neue Fähigkeiten und so weiter sich holen kann. Das Einzige, was hier nervig ist, ist wirklich das Waffensystem. Also das verstehe ich nicht. Ich habe noch kein Videospiel erlebt, wo es dem Spielspaß zuträglich ist, dass die Waffen nur eine begrenzte Lebensdauer haben. Dann macht bitte doch ganz einfach weniger Waffen, aber dafür halten die auch. Also das finde ich immer ein bisschen blöd, dass mitten im Kampf man immer wild irgendwie Knöpfe drücken muss und Menüs wechseln muss, um irgendwelche Waffen auszutauschen. Das finde ich sehr nervig. Ich habe das Spiel so gut wie durch. Ich bin glaube beim Endkampf von Ganon, aber irgendwie den habe ich nie geschafft und dann kam ein anderes Spiel dazwischen. Aber ich habe jetzt irgendwie gelesen, dass man da auch im Ich dachte eigentlich, ich hätte das eigentlich ganz gut gespielt. Aber dann habe ich gelesen, dass man da auch ein eigenes Haus bauen kann oder sich kaufen kann und einrichten kann. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich glaube, da steckt noch so viel drin, was ich mir noch selber erkunden muss. Macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß, kann ich jedem empfehlen. Also das ist wirklich für mich persönlich das beste Switch-Spiel, was es derzeit gibt. Also zumindest was nach meinem Geschmack und was ich kenne. Sehr, sehr empfehlen. Es ist einfach ein Must-Have für jeden Switch-Besitzer. Aber ich glaube, da erzähle ich jetzt keine Neuigkeiten. So, dann kommen wir noch zu einem Titel, was ich mir auch sofort geholt habe. Octopath Traveler. Ja, da habe ich so gemischte Gefühle. Als ich damit angefangen habe, war ich begeistert. Der Look, die Grafik ist natürlich spitze. Ihr seid wahrscheinlich so wie ich Freunde von alten Pixel-Look und so weiter. Fantastisch. Perfekte Verschmelzung zwischen alten Pixel-Look und modernen 3D-Gedöns. Aber das Spiel ist so labrig. Ich weiß, es ist ein japanisches Rollenspiel, aber es ist so labrig und formelhaft. Also ich habe jetzt alle Begleiter zusammen. Diese 8 Leute muss man ja zuerst versammeln und beim jeden muss man die Story durchspielen und so weiter. Und irgendwie, ich weiß, ob ich was falsch gemacht habe. Diese einzelnen Begleiter haben verschiedene Kapitel.
Und ich habe jetzt, wie gesagt, alle Begleiter eingesammelt. Ich bin jetzt irgendwann irgendwas, boah, ich habe es danach quasi weggetan, weil ich irgendwie nicht mehr weiterkam. Level 15 oder so, oder 16, 17. Und die nächste Stufe von den Kapiteln, von den Charakteren, ist ab Level 20. Aber ich weiß jetzt nicht, wie ich jetzt diese drei Level irgendwo herholen soll. Aber ich habe auch keinen Bock zu grinden, weil das finde ich einfach nur langweilig. Ich weiß, das ist bei japanischen Rollenspielen auch nicht unbedingt unüblich, aber ich weiß nicht. Es ist zu labrig und zu langwierig. Ansonsten ist das Spiel super. Ich muss mal gucken, ob ich mal wieder irgendwann Motivation finde, denn da wirklich einzusteigen. Aber das große Meisterwerk, wie viele sagen, ist es für mich persönlich nicht. Wobei ich jetzt auch nichts gegen japanische Rollenspiele, ich weiß, dass es typisch sagen will, aber irgendwie ist das so in die Länge gezogen, zu laberig. Und wie gesagt, diesen kleinen Cliffhanger, den ich jetzt da gerade habe, finde ich auch irgendwie so komisch. Und vor allen Dingen, die Storys sind ja noch nicht mal jetzt enorm unterschiedlich. Die sind alle im Prinzip immer gleich aufgebaut. Ja, also ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber wer es gespielt hat, der weiß, was ich meine. Also es ist ein gutes Spiel, aber jetzt auch nicht so der Überhit für mich, wie die manche darstellen. Wie gesagt, das sind alles persönliche Meinungen. Wenn ihr voll auf japanische Rollenspiele steht, dann ist das natürlich der heiße Shit für euch, ne? So, dann als nächstes, was das, so ein kleiner Überraschungshit für mich war, auch ein Spiel, was von der Wii U rüberportiert wurde, und zwar Captain Toad Treasure Tracker. Ja, schönes Spiel, schönes kleines Puzzle-Spiel, wobei es auch relativ schnell rum ist, also wobei schnell, also ein paar Stunden verbringt man natürlich damit, aber macht echt Spaß, diese kleinen Diorama-mäßigen Welten zu erforschen und dann den besten idealen Weg zu finden und so weiter. Sehr, sehr schönes Spiel, kann ich nur jedem empfehlen. Ich denke mal, die meisten werden es kennen, also ihr habt diese kleinen Welten, wo ihr im Prinzip zum Ausgang gelangen müsst und auf den Weg ein paar Sterne einsammeln könnt und so weiter. Und dann müsst ihr halt immer den richtigen Weg finden. Das sind immer kleinere Rätsel. Macht sehr schön, auch für die kurze Runde zwischendurch sehr gut geeignet auf jeden Fall. Noch ein Indie, und zwar Slane. Ja, das ist relativ günstig, 25 Euro. Das habe ich jetzt auch erst kürzlich mir gekauft. Fantastischer Soundtrack. Grafik sieht spitzenmäßig aus, aber wie gesagt, vor allem das Soundtrack. Schöner Metal-Soundtrack, alles schön blutig. Passt auf jeden Fall. Vom Gameplay her bin ich noch nicht ganz so überzeugt, aber da muss ich noch mal ein bisschen tiefer reintauchen. Ich habe vielleicht auch einen Fehler gemacht, dass ich das zeitgleich mit dem nächsten Spiel, was ich euch zeige, gekauft habe. Und ja, also das Kampfsystem ist so ein bisschen sehr aufs Parieren ausgelegt. Also ihr habt ein großes Schwert, das ein bisschen, daher ist es etwas träger und geht nicht ganz so flott von der Hand. Also ihr kontert einen Angriff, sonst pariert den, und dann könnt ihr quasi eine besonders starke Attacke ausführen. So ist Prinzip das Spielprinzip. Ja, wie gesagt, war wahrscheinlich mein Fehler, dass ich das gleich mit dem anderen Spiel hier zeitgleich gekauft habe und das halt einen anderen Kampfansatz hat. Und aber ich lasse mir einfach irgendwann mal Zeit, um da tiefer einzusteigen. Also der Sound und das Stil, der macht das auf jeden Fall das wert, da nochmal ein bisschen, noch einen Versuch zu starten, sage ich mal. So, dann, wie gesagt, das habe ich ja gerade angesprochen, und zwar Dead Cells. Das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Fantastisches Spiel, wirklich. Also es ist ein Roguelike, ihr werdet sterben. Oft sterben und ihr müsst halt immer wieder von Anfang anfangen. Aber wenn ihr jetzt bei diesen Worten zurückschreckt, guckt euch das Spiel trotzdem mal an. Und zwar jedes Mal, wenn ihr sterbt, könnt ihr trotzdem oder habt ihr was eingesammelt, wo ihr Fähigkeiten freischaltet, wo der nächste Run quasi besser ist. Und ihr kommt immer weiter und immer weiter, entdeckt immer neue Strategien, schaltet immer neue Waffen frei, die ihr dann quasi beim nächsten Run mitnehmen könnt. Und dadurch erschließen sich auch ganz neue Kampfstrategien. Und vielleicht findet ihr dann auch irgendwann genau die euch passt und mit der ihr weiterkommt. Herrliches Spiel, man hat einen fantastischen Flow dadurch. Die Grafik ist natürlich super, ist eine Pixel-Grafik, seht ihr ja. Aber der Stil, der passt einfach und man hat so einen richtig, richtig, richtig guten Spielflow da drin. Kann ich nur jedem ans Herz legen, auch Leute, die beim Thema Roguelike eher zurückschrecken. Fantastisches Spiel, kann ich nur jedem empfehlen.
So, und dann haben wir etwas Limitiertes, und zwar Night Trap. Ich habe insgesamt Stand jetzt 2 Spiele, das ist ein Limited One Spiel. Das heißt, Leute, die Limited One nicht kennen, die legen für eine limitierte Auflage, nehmen die Spiele und geben die physisch raus. Ja, quasi die es sonst physisch nicht gegeben hätte, und die machen seit diesem Jahr machen die auch Switch-Spiele. Das Gute ist dabei, dass sie nicht im Vornhinein limitiert sind. Also die kündigen das an, okay, wir haben zum Beispiel hier Night Trap als Spiel da. Man hat dann, glaube ich, einen Monat oder also 4 Wochen oder sowas Zeit, die zu bestellen. Und dann wissen sie, okay, so und so viel müssen wir produzieren. Dann produzieren sie die und verschicken sie dann. Also ein Zeitraum vom Bestellen, bis man die bekommen, da vergehen schon mal 2 Monate oder ähnliches. 2 Spiele habe ich dann von Limited One. Eins ist schon bestellt, Golf Story. Kriege ich jetzt bald, also schauen wir mal, ich denke mal so Anfang Dezember irgendwann. Finde ich halt eine feine Sache, so für Spiele, die sonst nie eine physische Version bekommen hätten. Und teuer sind die auch nicht, also das ist jetzt $30, teuer sind immer leider die Versandkosten. Und das Beste ist halt, man bekommt dann auch immer noch so ein bisschen sonstigen Kram dazu. Das finde ich mal so ein bisschen schade, auch so bei Nintendo-Spielen, dass man noch nicht mal so ein Handbuch dabei hat. Da ist wirklich nur das Modul da drin und gut ist. Und hier bei den Limited-One-Sachen, obwohl sie relativ günstig sind, kriegt man sowas wie ein kleines Handbuch meistens mit dabei oder ähnliches. Das finde ich eigentlich sehr schön. Aber so viel zum Thema Limited One. Night Trap ist ein, warum ich mir das geholt habe. Und zwar, ich war immer neugierig auf das Spiel. Das ist eigentlich Anfang der 90er für das Sega CD-System erschienen. Beziehungsweise die Dreharbeit, also es ist ein FMV-Spiel, also Full Motion Videospiel. Das heißt, als die CDs halt damals aufkamen, da wussten die ganzen Leute nicht, oh Gott, wie sollen wir diesen unendlichen Speicherplatz vollkriegen? Und haben das dann meistens dann mit Real-Videoaufnahmen gemacht. Und das ist quasi so ein Spiel, wo man halt die Real-Videoaufnahmen hat, da muss man halt an entsprechenden Stellen reagieren. Also hier ist es so, dass ein Haus ja von Vampiren, soll es glaube ich sein, infiltriert wird, und ihr seid quasi der an Monitor, an der Sicherheitsabteilung sitzt und dann durch die ganzen Räume durchschalten könnt, weil es ist natürlich alles Kamera ist da und so weiter. Und dann könnt ihr halt Fallen auslösen, wo die Leute reinfallen und so weiter. Also vom Gameplay her ist es eigentlich relativ primitiv, aber es hat Anfang der 90er in den USA halt so eine große Kontroverse losgetreten. Und da gab es Senatsanhörungen von wegen, ja, das ist so brutal, das Spiel. Gut, da könnte man heute natürlich aus heutiger Sicht, lacht man natürlich dann drüber. Daher war ich aber immer sehr neugierig auf das Spiel, und das ist jetzt neu für die Switch aufgelegt worden. Lustigerweise bei der Senatsanhörung in den USA damals war auch ein Nintendo-Repräsentant dabei, und der meinte, nee, sowas Brutales, das wird es nie auf ein Nintendo-System geben. Ja, hätte der mal eine Glaskugel gehabt, würde ich sagen. Also es ist natürlich wirklich so richtig schön cheesy 90er Jahre FMV, also wenn man so mit so einem B-Movie-Erwartung und Charme rangeht, ist das wirklich ein herrliches Spiel. Aber habe ich auch einen Stream dabei, falls euch das mal interessiert, könnt ihr ja mal reinschauen. Sehr schönes Spiel, auf jeden Fall das Limited One-Spiel. Dann ein kürzlicher Zugang, wir sind auch auf dem Endspurt, sehe ich gerade. Und zwar Mario Party. Ja, ist ein Partyspiel. Auch das ist natürlich eine alte Serie. Also macht natürlich wirklich nur Spaß, wobei ich es nur für 3 Leute plus empfehlen kann, ehrlich gesagt. Weil ihr auf diesem Spielbrett ja immer mindestens mit 4 Leuten spielt. Und wenn man nur zu zweit oder zu 1, dann übernimmt die restlichen Charaktere der Computer. Das Problem ist, die Animationen werden ja immer wieder ausgespielt, und dadurch verzögert sich das Ganze immer. Und das ist einfach nervig, wenn man gefühlt über die Hälfte der Zeit irgendwie fremde Animationen einfach sich angucken muss. Das macht keinen Spaß, aber für 3 plus Leute kann ich das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Ich glaube, zu Mario Party an sich muss ich jetzt nicht so viel sagen, ne? So, und dann kommen wir auch schon zum Endspurt, und zwar mein zweites Spiel, was ich von Limited One habe, ist Thimbleweed Park. Okay, das ist das TH. war natürlich ein Must-Have für mich, weil das ein Spiel von Ron Gilbert ist. Wer dem nichts sagt, und unter PC-Kreisen ist der Typ eigentlich nur legendär. Der hat legendäre Adventures geschaffen, wie zum Beispiel Maniac Mansion. Monkey Island ist das berühmteste, glaube ich, von ihm. Und
der hat jetzt vor ein paar Jahren Kickstarter gegründet, dass er ein neues Spiel rausbringen will. Das muss sie natürlich auch haben. Es ist ein Adventure im Stil der alten, guten LucasArts Adventures. Nimmt sich selber natürlich auch gerne auf der Schippe. Die haben so einen ganz speziellen Humor, was da der Ron Gilbert auch hier wieder reingebracht hat. Auch einen ganz bestimmten Stil. Sieht fantastisch aus, das Spiel, muss ich sagen. Ist aber natürlich auch sehr, sehr viele Anspielungen auf die alten Zeiten sind natürlich auch dabei. Ich finde es sehr, sehr schön. Mir hat es gut gefallen. Auch hier war ich skeptisch mit der Steuerung. So, okay, ein Adventure, da muss man doch eigentlich mit der Maus irgendwo hinzeigen und irgendwas auswählen. Aber ich muss sagen, das wurde hier mit den Controllern ganz gut gelöst. Und auch hier, ne, dank Limited One gibt es sogar ein kleines Handbüchlein mit dazu. Und das finde ich einfach schade. Ganz ehrlich. Also bei mir zum Beispiel hier Mario Party. Gut, also die Module habe ich jetzt alle rausgenommen, weil ich so schöne Switch-Tasche. Gott. habe, wo ich die immer rein tue. Aber das sieht einfach so leer aus. Ich weiß nicht, da hätte man noch einen kleinen. Hier sind doch die Dinger da, um da was rein zu tun. Warum machen die das nicht? Also ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Aber vor allen Dingen, weil die Dinger ja auch nicht gerade billig sind mit 60 Euro, da können sie auch ein kleines Goodie, irgendwelche Aufkleber, irgendwas. Also früher waren die Hersteller irgendwie die haben da mehr reingetan. Und das finde ich einfach schade. Jedenfalls, das ist natürlich das Schöne mal bei Limited One Games. Hat eine schöne Atmosphäre, das Spiel. Kann ich euch nur jedem empfehlen. Es gibt auch zwei Wege. Also ihr könnt es einmal etwas leichter spielen, einmal etwas schwerer. Hatte ja Monkey Island, glaube ich, auch immer die Option. Kann ich euch nur jedem empfehlen. Und gut, das ist natürlich jetzt, das physische kriegt es logischerweise nicht mehr, das ist durch. Aber ihr könnt es natürlich euch im Shop runterladen. Also wenn ihr so ein bisschen alte Adventure-Nostalgie-Portion haben wollt, kauft euch das. So, und als letztes Spiel sind wir schon quasi durch. Ein ganz frisches habe ich jetzt erst vor 3 Tagen mir geholt, und zwar Diablo 3, die Eternal Collections. Ja, Blizzard muss ich nichts zu sagen, obwohl sie in letzter Zeit mit dem neuen Diablo auf Mobile, April-Scherz und so weiter, ist natürlich etwas schade, aber ist natürlich für PC-Leute sehr, sehr bekannt, die Firma. Und darüber hinaus natürlich auch durch Overwatch in neueren Zeiten und so weiter. Ja, die Diablo 3 hatte ich auf dem PC damals. Das kam, glaube ich, 2012 raus, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und auch hier war ich skeptisch, ob wie das denn auf der Switch umgesetzt ist, aber macht Spaß. Also einfach so, das ist eigentlich für die Switch gemacht. Also es läuft da auch mit 60 Frames per Second, also sehr, sehr flüssig. Und im Handheld-Modus einfach so mal eine kurze Runde durch die Monster-Horns schnetzeln und mal gucken, ob man vielleicht irgendeinen legendären Loot bekommt. Das macht einfach Spaß, muss ich sagen. Also das kann ich wirklich jedem empfehlen, der mit dem Spielprinzip so etwas anfangen kann, mit diesem Action-Rollenspiel. Obwohl Diablo ist eigentlich schon sein eigenes Genre, ne? So richtig Action-Rollenspiel. Natürlich ist ein bisschen auch Rollenspiel drin, aber da liegt natürlich nicht so unbedingt der Fokus drauf. Aber macht Spaß. Ist natürlich auch nicht gerade billig mit 60 Euro, aber dafür habt ihr auch wirklich alle Add-ons dabei und Verbesserungen, die es damals dann wirklich für das Diablo 3 gab. Macht Spaß, und es macht vor allem auch ohne Maus Spaß. Ne? Was bei mir so ein bisschen der kritische Punkt ist, habe ich ja vorhin mit den Shootern angesprochen. Aber ja gut, dann sind wir auch schon durch. Also, ich muss sagen, es macht sehr viel Spaß, für die Konsole zu sammeln. Und es haben jetzt sicher schon einige Titel angesammelt, wobei ich natürlich wirklich vor allen Dingen die Indie-Titel, das macht Spaß, die wirklich physisch zu haben. Und die für die großen AAA-Titel und sowas habe ich, kann ich auf dem Computer ja spielen. Aber ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Danke, dass ihr reingeschaltet habt, und wir sehen oder hören uns dann beim nächsten Mal. Ne? Macht's gut. Tschüss.